Die Frau auf diesem Bild, das ist Avril Haines. Das ist die Chefin der Geheimdienste, in erster Linie der Auslandsgeheimdienste der USA. Da aber fast alle Geheimdienste in den USA auch Auslandstätigkeiten haben, ist sie praktisch für alle Geheimdienste zuständig. Oder zumindest mitverantwortlich. Avril Haines trat ihr Amt am 21. Januar 2021 an. In einem Interview wurde sie gefragt, ob es überhaupt Kontrollmechanismen gäbe, die diese gigantische Zahl an Mitarbeitern und Organisationen überblicken und kontrollieren könnten. Natürlich bejahte sie dies, räumte aber auch ein, dass es, wie in der Vergangenheit ja nun einmal bekannt wurde, auch dazu kommt, dass sich innerhalb der Geheimdienste Gruppen bilden, die eigene Ziele verfolgen. Das ganze Reiche von Mitarbeitern, die sich sozusagen freizeitmäßig zusammenschließen und dann die Möglichkeiten nutzen, die sie in ihrem Dienst haben, um an eigenen Dingen zu forschen, die ihr Interesse haben, bis hin zu verdeckt ermittelnden Gruppen, die man überwachen müsste bzw. die man dann zerschlagen müsse. Das Ganze klingt natürlich so, als hätte man vielleicht doch so ein bisschen den Überblick verloren, aber es ist natürlich so, dass ein Land, das dermaßen viele Geheimdienste hat, mit dermaßen vielen Angestellten, das eigentlich gar nicht kontrollieren kann. Aber wie funktioniert diese Verselbstständigung einiger Mitarbeiter, die sich dann zu Gruppen zusammenschließen, die eigene Ziele verfolgen? Das Ganze ist kein Hexenwerk. Das hier ist das Pentagon. Das ist so etwas wie das Verteidigungsministerium der USA. Dort arbeiten 23.000 militärische Mitarbeiter und 3.000 zivile Angestellte. Jeden Einzelnen zu kontrollieren und zu kontrollieren, was sich die Damen und Herren dort in der Mittagspause in der Kantine so erzählen, das ist ja praktisch unmöglich. Und wenn sich dann Leute dort zusammenfinden, die die gleichen Interessen und Ansichten haben und dann noch Zugang zu Geheiminformationen haben, dann kann sich so eine Gruppe schon einmal komplett verselbstständigen. Und in etwa so könnte das Ganze bei einer Gruppe gewesen sein, die sich den Namen Collins Elite gab. Eine Gruppe fundamentaler Christen innerhalb des Verteidigungsministeriums der USA. Eine Gruppe, die angeblich der Meinung ist, dass die Forschung an gewissen Phänomenen, wie zum Beispiel dem UFO-Phänomen, aufgrund falscher Informationen geführt wird. Eine Gruppe, die zunächst einmal im Geheimen geforscht haben soll, die dann aber nach Bekanntgabe ihrer Forschungsergebnisse an den Dienstherrn, also das Pentagon, von dem finanziert worden sein soll. Und im Rahmen dieser Forschungen, da ist es angeblich gelungen, verbindliche Informationen darüber zu erlangen, was mit uns geschieht, wenn wir sterben und wohin wir gehen. Und das ist laut dieser Gruppe nichts Gutes. Und so gibt es eben die Gerüchte darüber, dass die US-Regierung bzw. das Pentagon Erkenntnisse darüber hat, was mit uns nach dem Tod passiert. Und das Ganze eben basierend auf den Forschungen dieser sogenannten Collins Elite. Und der Ursprung des Ganzen war eben, dass einige Mitarbeiter des Pentagons, die ja fundamental christlichen Gruppen angehörten, der Meinung waren, dass das UFO-Phänomen eben nicht daraus besteht, dass dort Raumschiffe oder Fluggeräte am Himmel schweben, sondern dass es sich dabei um Dämonen handelt. Und das Pentagon soll dann aufgrund der Informationen dieser Gruppe ein Programm gestartet haben. Angeblich soll das Pentagon das Programm NHE gestartet haben. NHE bedeutet Not Human Entities, also nicht menschliche Wesen. Und tatsächlich soll es dabei um dämonische Wesen oder gefallene Engel gegangen sein. Die Gruppe, die lehnte jeden angeblichen Hinweis auf Besuche durch Aliens komplett ab. Stattdessen sei das Ganze eine dämonische Maskerade. Die Gruppe glaubte, dass die Menschheit sich nach und nach von der Religion abwende und auf dem besten Weg dazu sei, Satan als ihren neuen Führer zu akzeptieren. Und sie glaubten, dass wir kurz vor Armageddon stünden und Satan am Ende der Zeit als Retter akzeptieren würden. Und das geschehe eben so, dass uns Satan und die Dämonen als fortschrittliche Alienwesen erscheinen würden, die wir als Retter sehen. Diese Theorie brachte offensichtlich einige der höher gestellten Personen im Pentagon dazu, Gelder freizumachen, damit diese Gruppe an dieser Sache forschen konnte. Aber das Ganze soll auch einen triftigen Grund gehabt haben, einen militärischen Grund. Denn es gab eine Überlegung, und diese Überlegung war,
ob man die Kräfte dieser Wesen kontrollieren und zu militärischen Zwecken einsetzen könne. Zum Beispiel für psychotronische Waffen oder zum Zwecke des Remote Viewing. Im Pentagon, bei den Verantwortlichen, da herrschte die Meinung vor, dass diese nichtmenschlichen Wesen wahrscheinlich Kräfte besäßen, die man ableiten könnte. Die Frage soll eben nur noch gewesen sein, wie kann man mit diesen Wesen in Kontakt treten? Die Lösung dieser Frage, das soll nichts anderes gewesen sein, als dass man damit begann, alte schwarzmagische Rituale durchzuführen, mit denen es angeblich möglich sei, mit Dämonen und gefallenen Engeln in Kontakt zu treten. Aber wie kam man an diese Rituale und von wem stammten sie? Und wen wollte man eigentlich herbeirufen? Dazu müssen wir jetzt einen Zeitsprung machen, und zwar in das Jahr 1918. Es gibt ein uraltes Konzept, das besagt, dass es zwischen unserer Welt und der Welt der Dämonen Tore gibt. Und dieses Konzept besagt, dass es Rituale gibt, mit denen man diese Tore öffnen kann. Der Okkultist Aleister Crowley, der wollte im Jahre 1918 diese Sperre, diese Tore überbrücken. Und dazu hatte er ein Ritual, das hieß Amalantra Working. Und mit diesem Ritual, so sagte er später selbst, hätte er es geschafft, einen Riss in diese beiden Welten zu schaffen. Und durch diesen Riss in diesen beiden Welten, da sei ein Wesen zu ihm gekommen und er nannte dieses Wesen Lam. Und so wie es hier auf diesem Bild zu sehen ist, soll dieses Wesen ausgesehen haben. Wichtig ist, dass Lam nicht nur der Name dieses einzelnen Wesens war, sondern dass Lam sozusagen der Name einer Gattung der Dämonen ist. Und die sollen eben so aussehen. Und was dabei auffällig wäre, so die Aussage der Collins-Elite, wäre eben das Aussehen von Lam, das in großen Teilen dem ähnelt, was man heute in der Ufologie als Grays bezeichnet. Für die Gruppe war dies ein erster Anhaltspunkt dafür, dass das, was wir heute so als Bild der Aliens kennen, diese Grays, eben gar keine Aliens sind, sondern dass sie dämonischen Ursprungs sind. Collins Elite soll Zugriff auf alle Unterlagen gehabt haben, die es beim CIA und im Pentagon über Aleister Crowley gab. Und eben auch die Unterlagen über die Menschen, die sich seinem Kult angeschlossen haben. Und dazu gehörte unter anderem ein Mann namens Jack Parsons. Parsons war zu seiner Zeit eine bekannte Persönlichkeit. Er war Raketeningenieur, er war Chemiker, er war am California Institute of Technology und er war einer der Hauptbegründer der Jet Propulsion Laboratory. Ebenso war er Mitbegründer der Aerojet Engineering Corporation. Er war Erfinder des ersten Raketentriebwerks, das einen sogenannten kaschierbaren Raketentreibstoff verwendete. Und er leistete Pionierarbeit bei der Weiterentwicklung von Flüssigtreibstoff zu Feststoffraketen. Also er war schon recht aktiv und bekannt. Und er war eben auch, wie gesagt, ein Anhänger der Lehren von Aleister Crowley. Nun war er ja so eine Art Wissenschaftler, ein Forscher und er wollte selber einmal ein Tor in diese andere Dimension, in die Welt dieser Dämonen öffnen. Zusammen mit einigen anderen, da hielt er einen Ritus ab, den er Babylon nannte. Während dieses Rituals, da luden sie die Hure von Babylon ein, heraus aus ihrer Welt zu kommen und sich in unserer zu inkarnieren. Später beschrieb Parsons, dass das Ritual, das er abgehalten habe, erfolgreich gewesen sei und ab einem gewissen Punkt sei aus diesem Riss, den er zwischen diesen Welten erschaffen hatte, ein bräunlich-gelbes Licht hervorgetreten. Im selben Moment sei er von irgendetwas Unsichtbarem angegriffen worden, das ihm die Kerze, die er in der Hand hielt, aus der Hand schlug. Angeblich hätte sich dieses Portal dann nicht wie geplant wieder geschlossen. Das Ganze hätte sehr lange gedauert und offen gehalten wurde es wohl von einer Wesenheit namens Lam. Und wie Parsons schrieb, sei deren Aufgabe wohl, derartige Übergänge offen zu halten, um so vielen Dämonen wie möglich diesen Weg in unsere Welt zu erhalten. Das war das, was Parsons geschrieben hatte. Das Ganze war im Jahr 1947. Die Gruppe Collins Elite, die erkannte dann, dass in diesem Jahr 1947 diese ganzen Sichtungen von UFOs begannen. Angefangen hatte das Ganze mit der Sichtung von Kenneth Arnold, der ja beschrieb, er hätte untertassenähnliche Objekte gesehen. Und ab diesem Jahr wurden dann weltweit immer mehr UFO-Sichtungen gemeldet, immer mehr Beschreibungen von Aliens, die man gesehen hätte. Und diese entsprachen eben dem Bild der Grays, das wir heute alle so kennen.
das wiederum zurückzuführen sei, laut dieser Gruppe, auf Lem, also dem Wesen, das Aleister Crowley herbeigerufen hat. Diese ganzen Aussagen, die stammen ja teils von Crowley und Parsons selbst. Aber es soll nun so sein, wie ich eben schon erwähnt habe, dass das Pentagon und der CIA Unterlagen haben über die Rituale, die die beiden durchgeführt haben. Die Beschreibungen dessen, wie so ein Ritual abgehalten wird, um ein Tor in die Welt der Dämonen zu öffnen, die sollen sich dann eben Collins Elite beschafft haben. Nach mehreren erfolglosen Versuchen soll es ihnen dann gelungen sein, einen Riss oder ein Tor in diese beiden Welten zu schaffen. Und angeblich hätten sie dann eben Kontakt zu diesen dämonischen Wesen aufnehmen können. Und sie hätten dabei Dinge erfahren, die angeblich vor der Menschheit geheim gehalten werden müssten. Aber wie das nun einmal so ist, soll dann doch das eine oder andere durchgesickert sein. Und dazu gehörten dann auch Informationen wie zum Beispiel, dass diese UFOs, die man so sieht, in Wirklichkeit tatsächlich Dämonen wären. Das Tor in die Welt dieser Dämonen, das Parsons geschaffen haben soll, das soll sich nicht geschlossen haben und es soll mit der Zeit gewachsen sein. Und so sei es möglich gewesen, dass im Laufe der Jahrzehnte immer mehr dieser Dämonen in unsere Welt gekommen seien. Für die Gruppe Collins Elite ist der Verfall der Werte in der Gesellschaft und die ganzen Kriege, die geschehen sind und so weiter, ein Beweis dafür, dass es dämonische Einflüsse gibt. Aber das Erschreckendste, was sie erfahren haben sollen, das soll das sein, was nach dem Tod mit uns geschieht. Denn Dämonen bräuchten unsere Seelen, um sich zu ernähren. Und angeblich fallen die Seelen, die eben nicht gottesfürchtig leben, in die Hände dieser Dämonen und werden gefressen. Das sei die wahre Hölle. Aber nicht nur das, auch die Seelen der Menschen, die ein gottesfürchtiges Leben oder ein gläubiges Leben geführt haben, die sollen in Scharen in die Hände dieser Dämonen fallen. Denn diese Dämonen täuschen die Seelen beim Übergang ins Jenseits. Und viele würden dann einen falschen Weg einschlagen, nicht den hin zu Gott, sondern den in die Welt dieser Dämonen, wo ihre Seelen dann sozusagen verspeist werden. Das soll laut Collins Elite das sein, was uns wirklich nach dem Tod erwartet. Eine Welt voller Dämonen, die unsere Seelen fressen, und nur die allerwenigsten sollen es schaffen, den Weg zu Gott zu finden. Auch gläubige Menschen sollen auf diese Dämonen hereinfallen. Das war die eine Seite des Experimentes, aber es gibt ja noch diese militärische Seite. Wie ich eingangs ja erwähnte, ging es ja dem Pentagon nicht darum, irgendetwas zu finden, aus dem theologischen Bereich irgendwelche Glaubensfragen zu klären, sondern denen ging es ja darum, diese Kräfte der Dämonen irgendwie binden zu können, um daraus Waffen herzustellen. Und als ich mir diesen Punkt genauer angesehen habe, da fiel mir da etwas auf. Nichts von großer Bedeutung, aber etwas, das man vielleicht mal erwähnen sollte. Ich weiß, dass viele von euch die Serie Stranger Things gesehen haben. Und wenn ihr euch mal so an die erste Staffel erinnert, da kommt ja klar zum Ausdruck, dass genau das, was in dieser Serie zu sehen ist, das ist, worüber die Collins Elite spricht. Da schaffen die Wissenschaftler einen Übergang in die Welt der Dämonen, um ja deren Kräfte nutzen zu können. Jetzt kann man natürlich sagen, aha, da wissen wir jetzt, woher diese Geschichte von Collins Elite eigentlich stammt, aber das Ganze ist eben umgekehrt. Denn das, worüber ich jetzt berichtet habe, das stammt aus einem Buch. Und zwar aus einem Buch des Autors Nick Redfern, und den kennen ja auch einige hier, so wie ich das mitbekommen habe. Und das stammt aus dem Jahre 2010. Und dieses Buch befasst sich eben mit Collins Elite und das, was es darüber zu erzählen gibt. Und das ist eine ganze Menge mehr als das, was ich jetzt hier geschildert habe. Das, was ich geschildert habe, das sind sozusagen die Grundlagen dessen, worauf dieses Buch dann aufbaut. Aber diese Verstrickung der Gruppe Collins Elite in andere Dinge, die soll angeblich noch viel weiter gehen. Es geht dann unter anderem um MK-Ultra, es geht um 9/11, es geht um viele andere Dinge, die auf der Welt passiert sind und die irgendeinen Zusammenhang mit dem haben, was diese Collins-Elite macht oder gemacht hat. Redfern wurde angeblich von einem Mitarbeiter der MUFON kontaktiert, das war im Jahre 2010. Sein Name war Bosch und das war ein Geistlicher, der auch bei der MUFON tätig war, und
Für ihn war schon immer klar, dass diese UFOs und so weiter Dämonen sind. Borsch hat diese Dinge dann auch publiziert. Seine Meinung, dass es Dämonen sind und wie er das begründet. Und eines Tages hätte er dann Besuch von zwei Herren bekommen, zwei Herren vom CIA, und nach deren Aussage waren die beiden Physiker. Die beiden Männer hätten dann Borsch von der Existenz von Collins Elite berichtet. Und sie hätten ihn gefragt, ob er Interesse daran hätte, dieser Gruppe beizutreten. Er hätte sich dann mit dieser Gruppe befasst und irgendwann hätte er dann Redfern kontaktiert und ihm erzählt, dass es diese Gruppe gibt. Beziehungsweise, dass es diese Gruppe gab, denn angeblich 2010 war diese Gruppe nicht mehr existent. Er hätte Redfern dann einen Kontakt verschafft, und zwar zu dem angeblich letzten noch lebenden Mitglied dieser Gruppe. Und von dem hätte er dann erfahren, was die Collins Elite überhaupt wäre oder war. Und dann hätte Redfern mit seiner Recherche angefangen und er hätte dann Menschen kennengelernt, die der Meinung sind oder angeblich darüber Bescheid wüssten, dass diese Gruppe auch heute noch existiere. Und er hätte dann erfahren, dass diese Gruppe in viele Dinge involviert war, die absolut der Geheimhaltung unterliegen. Oder eben auch Dingen wie dieses MK-Ultra-Programm. Und das eben aus gutem Grund, denn die Errettung der Menschheit vor den Dämonen sei laut dieser Gruppe nur dann möglich, wenn man den Abfall der Menschheit von Gott stoppen könnte. Und was wäre dann geeigneter als ein Programm, das den Menschen in den Kopf pflanzt, wie sie sich zu verhalten haben und woran sie zu glauben haben?